herzlich willkommen beim Stempelpalast. Ich bin Christiane, bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin aus dem Ammerland und möchte mit dir heute unsere neue Catch the Sketch Challenge in Angriff nehmen. Catch the Sketch ist eine Mitmach-Challenge, die alle 4 Wochen für dich eine neue Herausforderung bereithält. Heute am 15. Februar 2024 startet diese neue Herausforderung. Sie heißt Boxenstopp. Und das wollen wir heute in Angriff nehmen. Wir haben aber seit diesem Jahr tatsächlich nicht nur ein neues Thema in jeder Challenge, sondern gleichzeitig auch eine Farbkombination. Und du darfst für dich entscheiden, ob du nur das Thema bearbeiten möchtest, also nur eine Box gestalten möchtest, ob du die Farbkombination benutzen möchtest und mit der etwas gestalten möchtest oder ob du dich daran wagst, beide Challenges miteinander zu kombinieren, also das Thema Boxenstopp in den Farben Sommerbeere, Heideblüte und Jade zu gestalten. Das ist das, was ich heute tun werde. Im Januar gab es von meiner lieben Kollegin Anja auch bereits ein Video für euch, wie sie ihre Karte gestaltet hat, und sie hat mit farbigem Farbkarton gearbeitet, sodass ich mich entschlossen habe, für heute auf grundweißem Farbkarton zu arbeiten und die Stempelfarben zu benutzen. Genau, wir wollen eine Box gestalten. Ich habe natürlich mir im Vorfeld ein paar Gedanken zu dieser Box gemacht. Ich möchte eine Box gestalten in den Maßen 10x5 cm. 2 cm soll sie hoch werden und sie soll so ähnlich werden wie eine Streichholzschachtel von der Funktion her. Das heißt, man kann so ein Innenleben rausschieben und dann möchte ich so ein bisschen ja eine Idee von Karte mit integrieren in diese Box, dass ich noch einen Gruß schreiben kann. Genau, das ist der Plan und damit starten wir jetzt. Wir brauchen unser Schneidbrett, also die Papierschneidemaschine, wie sie ja ganz offiziell heißt. Und wir brauchen als erstes ein Stück Farbkarton für das Innenleben unserer Schachtel in den Maßen 14 x 8,9. Damit beginnen wir. 14 x 8,9. Das legen wir zur Seite, das benötigen wir später. Und hier habe ich ja vorhin gesagt, die Box soll rundherum 2 cm hoch sein. Also werden wir hier Falzen rundherum bei 2 cm. Diese lege ich übrigens immer auf der rechten Seite an, damit ich hier links, nein, falsch, ich messe sie rechts ab, ich lege sie links an, damit hier viel Auflagefläche ist. Du siehst hier auf der rechten Seite nur ganz minimal Auflagefläche. Und das ist nicht so einfach, so ein großes Stück Papier auf so einer kleinen Auflagefläche, damit dann auch alles gerade ist und so. Deswegen nutze ich diese kleinen Maße von hier in diesem Fall 2 cm und lege es auf der linken Seite an, damit ich eine schöne lange Auflagefläche habe. So, dann stellen wir das kurz zur Seite, nehmen uns unsere Schere und schneiden unsere Klebelaschen. Ich möchte gerne über die kurze Seite wird diese Streichholzschachtel verschiebbar sein und ich möchte diese kurze Seite gerne noch ein bisschen verstärken. Insofern habe ich mich entschieden, die Klebelaschen auf die kurze Seite zu kleben, was bedeutet, ich muss die Klebelasche an der kurzen Seite abschneiden, damit ich sie da dran kleben kann. Es gibt sonst auch die Möglichkeit, das Ganze so in Windradtechnik einzuschneiden. Das heißt also jetzt wieder hier, dann hätte man immer eine Lasche an jeder Seite. Das kann man auch machen. Da ich aber ja gerne meine Box an kurzen Seiten verstärken möchte, schneide ich es eben an der kurzen Seite weg, damit ich es gleich über Eck dort ankleben kann. Ein bisschen schneide ich hier an der Außenseite noch eine Klebelasche ein.
damit hinterher nichts übersteht. So, das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Also man muss gucken, dass man schön in der Falzlinie und am besten am äußeren Ende, oder wie nenne ich das jetzt, also mehr auf dieser Seite der Falzlinie einschneidet, damit eben die ganze Falzlinie rauskommt. So, dann haben wir das. Den Müll schieben wir mal eben hier zur Seite. Dann können wir unser Falzbein nehmen und können jetzt jede Falzlinie nachziehen. Das machen wir hier auf beiden Seiten und auch auf dieser, hoppala, auf der langen Seite hier. So, und dann können wir das hier schon ankleben. Hoppala, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr wackelt nicht. Nein, ihr wackelt nicht. Ich nutze dafür Tombow, weil man den schön später noch verschieben kann. Das darfst du aber für dich ganz allein entscheiden, wenn du lieber doppelseitiges Klebeband benutzt und da die besten Erfolge mit erzielst, ist das total fein. Auf Linkfix. Es gibt so viele Möglichkeiten zu kleben. Ich glaube, da hat jeder so seine Präferenz. Ich arbeite sehr viel mit Tombow, weil ich das einfach gut finde, dass man das nochmal verschieben kann, um wirklich zu gucken, dass das hier auch im 90-Grad-Winkel passiert, damit das hinterher auch mit der Verpackung zusammenpasst und schön ordentlich aussieht. Genau. So, und dann noch die letzte Ecke. Bisschen Tombow verteilen. Und dann einfach ankleben. So. Da haben wir schon mal unsere Innenbox fertig. Die legen wir erstmal zur Seite. Ich habe sie jetzt auch nicht farblich verändert. Das hätte man natürlich auch noch tun können. Man kann sie auch aus farbigem Karton gestalten. Das bleibt deiner Kreativität überlassen. Ich habe mich ja eben für weiß entschieden. Und dann machen wir weiter. Wir nehmen uns wieder unser Stück Farbkarton und bauen jetzt unsere Banderole quasi. Und zwar ist ja unsere Kiste, wird 10 cm, also kriegt auch diese Banderole hier jetzt 10 cm. Und praktischerweise können wir die 21 cm hier einfach schon großartig nutzen. Dafür brauchen wir unsere Faltung. Und da muss ich nur eben einmal beherzt neben mich greifen. Weil eigentlich hatte ich einen Schmierzettel mit Maßen drauf. Das läuft ja prima. Ach hier, das ist ja so. Wir starten bei 5,1 cm. Die nächste Maße sind 7,2. Dann haben wir 12,2. 14,3. So, und jetzt bräuchten wir 19,3. Ich habe jetzt nicht so richtig Lust, den Arm hier auszuklappen, weil dann wird das mit meinem Licht schief. Ich weiß ja, mein Papier ist 21 cm und von 19,3 auf 21 sind 1,7. Die lege ich mir jetzt einfach auf der rechten Seite an und dann passt das eigentlich auch wieder. So, Schere, auch hier haben wir eine Klebefalz, auch da schneiden wir ein bisschen die Außenkanten ab. So, und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Und zwar
beginne ich immer mit der hellsten Farbe. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz. Kleiner Insider, ich drehe dieses Video gerade zum, ich glaube, dritten Mal, weil mein Handy nicht so will wie ich. Jetzt habe ich es gerade nicht mehr so richtig sauber gemacht. So, genau, also hier Farbkombi. Ich habe, sollte ich euch vielleicht auch kurz erzählen, ich arbeite mit dem Set von Alexandra. Unsere liebe Kollegin Alexandra Grape hat ein Set gestaltet, weil sie ja schon Umsatzmillionärin ist. Das heißt Glückliche Momente und du findest es im aktuellen Mini-Katalog. Und ich habe mich entschieden für den Stern, den Kreis und diesen Pfeil. Die habe ich hier aufgezogen und arbeite mich jetzt von der hellsten zur dunkelsten Farbe. In meiner Wahrnehmung ist in dieser Kombi Heideblüte die hellste Farbe. Und ja, ich bestempel jetzt einfach dieses Stück Farbkarton. Ich lasse die Klebelasche so gut wie geht frei. Das ist ja überflüssig, die sieht man hinterher nicht mehr. Genau, da kannst du ganz schnell im Zeitraffer zuschauen und bin hinterher wieder bei dir. Werk. Jetzt können wir unser Werk falzen. So, und dann können wir auch das kleben, wenn ich dir einen Tipp geben darf. Nutze gerne zum Kleben schon bereits die Box dazu, damit sie hinterher auch definitiv hier reinpasst, denn unsere Klebelasche hat ja nur 1,7 cm und wenn du die jetzt an der falschen Ecke anlegst, ist es nicht breit genug. Genau, darum arbeite die Box hier gerne schon einfach ein und dann legst du einfach die Banderole um die Box herum. Schaust, dass das an allen Seiten gut aussieht hier. Genau. Und um es schlussendlich festzukleben, kannst du die Box dann nochmal vorsichtig rausnehmen und mit den Fingern hier nochmal hinterher fahren. Genau. So. Dann benötigen wir noch, oh weia, ich hoffe, du hörst die Waschmaschine nicht so schlagen. Muss jetzt natürlich gerade schleudern, wo ich hier ein Video drehen möchte. Ne? Ich habe für dich mitgebracht Sommerbeere. Und zwar brauchen wir jetzt 9,5 x 4,5. Wir machen einfach mal hier 4,5. So, und dann machen wir hier 9,5. Meine Güte, so. Hatte ich vorhin schon mal gesagt, ich bin kurzsichtig. Ich arbeite normalerweise mit den Maßen hier unten. Für dich versuche ich jetzt da oben zu arbeiten, damit du das auch nachvollziehen kannst, was ich hier tue. Und dann haben wir hier noch das Reststück von Weiß. Da machen wir 9,3 x 4,3. So. Und dann habe ich mich entschieden,
einen Stempel zu benutzen. Mit dem Wort Happy. Der kommt aus demselben Stempelset wie unsere kleinen Formen, nämlich aus dem Set Glückliche Momente. Da stempeln wir dann einfach mal unser Happy auf. Dann machen wir das schnell wieder zu, damit wir da nicht reinfassen. Ich habe noch ein paar Steinchen über. Die können hier drauf. Voilà. Können auch irgendwo auf dem Tisch. Sieht auch immer schick aus. Komm her. So, dann machen wir mal da einen hin. Und dann vielleicht einen daneben. So, das ist ja auch immer so euer Geschmack, wie ihr das so mögt. Und dann kleben wir das schnell auf unseren sogenannten Layer, also auf den, in diesem Fall sommerbeerefarbenen Farbkarton. Da seht ihr nur 1 mm Rand, ne? Es war ja 2 mm kleiner, ist 1 mm Rand auf jeder Seite. Macht nur so einen ganz schmalen Streifen, das finde ich aber ganz schön. Und das können wir jetzt einfach so auf unsere Box kleben. Genau. So, was du noch machen könntest mit denselben Maßen wie der sommerbeerefarbene Farbkarton, nämlich 9,5 x 4,5, wäre ein Innenleben zu gestalten. Ich habe ja gesagt, ich habe das Video schon mal gedreht. Ne? wenn du innen etwas schreiben möchtest, kannst du hier einfach auch nochmal ein Innenleben aufkleben. Vielleicht nachdem du es geschrieben hast, damit du... Auf der Box schreibt sich das, glaube ich, nicht so schön. Genau, hier sieht man auch, wie unterschiedlich es wirkt, je nachdem, wie man die Strasssteine so aufklebt. Ob du das möchtest oder nicht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, hier Eingriffmulden zu stanzen oder auszuschneiden. Auf der einen Seite musst du schauen, was du hier drin hast. Ich habe einmal eine Box bekommen, mit so einer Eingriffmulde und die war voll von Konfetti und das ist da schon rausgefallen, obwohl ich die gar nicht offen hatte, weil das alles durch die Griffmulde kam, was ich ja sehr schade fand. und du kannst durch so eine Griffmulde natürlich auch schon reinplieren. Ich finde, diese Box braucht keine Griffmulde. Man kann hier ganz prima einfach mit dem Finger die Box rausschieben und so bleibt das Geheimnis noch ein bisschen größer. Aber auch das ist natürlich deine Entscheidung, ob du hier noch eine Mulde möchtest oder nicht. So, das ist mein Beitrag zu Catch the Sketch im Februar mit den Farben Sommerbeere, Jade und Heideblüte und dem Thema Boxenstopp. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, wenn du Lust hast, dich an Catch the Sketch zu beteiligen. Alle Infos dazu sind in der Infobox verlinkt. Dort findest du die Seite von Catch the Sketch, da kannst du alles nachlesen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.